Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, schnappt euch eine Armbrust und stellt euch an die Schießscharten. Wir sind mitten in einer Belagerung. Und zwar haben wir ziemlich die Kacke am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben nämlich noch drei Trolle hier unten eingesperrt irgendwo, die hier irgendwo rumlungern. Ja. Und die müssen wir langsam mal loswerden. Gut. Deswegen sage ich mal meinem Squad, sie sollen sich hierhin bewegen. So. Geh mal kurz ins Military zu den Alarmen und heb mal den Bunkerbefehl wieder auf. Weil meine Zwerge oben, ja, sind alle am Verdursten und Verhungern. Das denke ich mir ja. Burrows, Burrows, ah ja, weh. Ich muss den Bunker mal nämlich etwas vergrößern am besten. So. Dass nämlich die Essenshalle mindestens noch mit drin ist, also das Lager beim Essen. Und am besten die Schlafsäle auch. So. Gut. Ach, und den Schlafsaal von meinem Führer, den kann ich, von meinem Leader, den kann ich auch mal damit reinpacken. So. So, die Trolle produzieren Miasma, das ist nicht so toll. Squad, Move. Hierhin bitte. Ah, Move, hierhin. Und attackiert einfach mal den Troll da. Obwohl, ich glaube einfach, ich schnappe mal das Squad. Cancel den Order-Befehl. Ah, zwei schießen sogar, glaube ich, auf ihn gerade, oder? Ja, zwei schießen auf ihn. Auch gut. So, und ich glaube, das war's jetzt mit dem Troll. Jetzt sollten wir dringend die eine Zugbrücke, die hier, aufmachen. So, cool. Die hier. Und gucken, dass wir die Leichen dampfen. Designation B, Dump. Die Leiche. Die Leiche. Die Leiche. Nach darunter kommen wir leider noch nicht. Was sagen die Listen? Wir haben noch zwei Trolle. Beziehungsweise einen Troll. Der andere ist ja eingefangen. Genau, den einen Troll haben wir noch. Der was versucht der gerade? Wo ist der jetzt? Troll? Da ist der Troll. Der schnüffelt gerne Miasma. Okay. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen doof. Was ist da eigentlich? Sind da eigentlich für viele bunte Farben? Pile of Vomit? Trollblut. Noch mehr Trollblut. Gucken wir mal. Trollblut. Und anderes Trollblut.
Ah ja, wahrscheinlich mit dem Wemmet hat sich das vermischt ein bisschen. Also mit dem Erbrochenen. Ist ja nicht ganz so lecker. So, ich denke mal, ich muss gucken, dass ich den einen Troll noch irgendwie loswerde. Damit wir wieder arbeiten können. Und ich muss dringend meine Braumeister anweisen. Die sind jetzt oben. Nein, Braumeister. Braumeister. Zu brauen. So. Denn unser Trinken ist etwas runtergegangen. Das Essen ist nur halb so wild. So, ist hier... Boah, das ist so schlimm. Da ist noch ein Troll, der nicht gedumpt wurde. Dump. Und claim mal bitte das Zeug hier. So. Oh, da ist noch ein Troll, der nicht gedumpt wurde. Hm? So, claim. Das hier so. Erstmal die Brücke frei kriegen, ob es da unten stinkt. Wegen dem Krokodil und dem Troll ist jetzt erstmal egal. Und immer schön ein Auge offen halten, wo der Troll sich rumtreibt. Ah ja, der treibt sich gerade hier rum. Der versucht er zu fliehen? Ich glaube, der versucht gerade wie ein Verrückter zu fliehen. Machen wir mal kurz Pause. Troll. Gen. Wunden. Nein. Hat er keine. Profession. Inventory. Ach, er ist wenigstens angezogen. Okay. Was sagen meine Fallen? Die Fallen sagen eigentlich, dass sobald die Brücke frei ist, ich die andere Brücke wieder hochklappen werde und den Troll in einen Käfig locken werde. Ist das schon wieder Miasma? Ja, da breitet sich schon wieder Miasma aus. Ja, Leute, tut mir leid, wir sind gerade mitten in einer Belagerung. Da kann das schon mal passieren. Dass da die Trollleichen verwesen. So, aber ich denke mal, ich kann jetzt hier hochgehen und den Lever pullen. Und dann gucken wir mal kurz. Der Troll. Oh, er hat sein rechtes Horn verloren. Ich will zu der Creature zoomen, so. Okay, der ist einfach nur am Durchdrehen, der Troll. Da sollten wir vielleicht Military Alerts, den Bunker, mal wieder aktivieren. Nur ganz kurz mal. Der Troll läuft da nämlich einfach nur rum. Ich glaube, der sucht einen Ausweg. Deswegen F3. Aktiviert den Lever und aktiviert den Lever. So. Dann gucken wir mal, was der Troll macht. So ein Creature.
Und Follow bitte. So. Ach ja, und Militär-Alerts. Der Bunker ist erstmal wieder aufgehoben. Der Troll. Ich glaube, der versucht wirklich rauszukommen, oder? Ja, weil er ist draußen. Pull den Lever bitte. Und jetzt pull den Lever bitte. So, wir sitzen das hier jetzt erst einmal aus. Vielleicht haben wir ja Glück und sie ziehen irgendwann ab. Weil im Augenblick möchte ich mich noch nicht so wirklich mit denen anlegen. So, Trinken wird gebraut. Jawohl, wir steigen wieder im Trinken. So. Der Troll müsste weg sein, genau. Ich mach mal einen Stockpile hier, einen Animal Stockpile, damit die ganzen Käfige hier mal wegkommen. Der braucht auch nicht groß sein, so. Animals. Empty Cages. Fallen da auch Trolle drunter? Das weiß ich eben gerade nicht. Additional. Corpses. Ich weiß halt nicht, worunter Trolle im Käfig fallen. Weil eigentlich habe ich das hier ja Animals zugewiesen. Das disablen wir einfach mal. Und hier oben disablen wir das auch mal, dass die ganzen Tierchen mal da weggeschafft werden. Oh, ach so. Designation Dump. Den hier und den hier und jetzt claim mal das, was immer auch das ist. So, können wir hier noch auch noch Sachen claimen? Ja, das hier können wir claimen. So, ich frage mich immer, was das hier ist. Also diese Grafik. Rain Floor. Hm. Naja, das könnte alles Mögliche sein. So, ich bin jedenfalls froh, dass meine Miner wieder arbeiten. Wie sieht's mit meinem Squad aus? Die haben gerade keine Order. Sind aber... Ah ja, current im No Schedule. Oh. Bei denen ist auch was am Verwesen. Was liegt hier eigentlich alles immer um? Dog Meat Stew? Und das verrottet da langsam. Warum? Habe ich die mitten beim Essen gestört? Ja, wahrscheinlich. Elfen. Hey, die sind tatsächlich abgehauen. Okay. Wenn die abgehauen sind, merke ich gerade erst jetzt.
können wir ja wieder aufmachen. So.